Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge von Luzi bereist. Heute ist mein Bruder nach Nauru geflogen, einem sehr kleinen Land in Ozeanien. Nauru hat sogar mal zu Australien gehört, ist aber seit einigen Jahrzehnten unabhängig. Das ist aber auch schon alles, was ich über dieses Land weiß. Noch mehr weiß natürlich unser Luzi. Dann schalten wir doch mal direkt zu ihm und lassen uns aufklären. Über Nauru aufklären, wollte ich sagen. Guten Morgen, Luzi. Alles senkrecht bei dir? Guten Morgen, Jack. Ja, alles gut soweit. Wie du schon sagtest, bin ich heute in Nauru und habe schon das komplette Land erkunden können. Nauru ist nämlich sehr klein, aber der Reihe nach. Das hinter mir ist die Staatsflagge dieses Landes und jetzt schauen wir uns noch an, wo Nauru genau liegt. Es ist nämlich so klein, dass man es schnell mal übersieht. Nauru oder auch Nauero, wie das Land von seinen Ureinwohnern genannt wird, liegt, wie du schon richtig gesagt hattest, in Ozeanien und gehörte früher mal zu Australien. So klein Nauru auch ist, hat es trotz allem eine eigene Sprache. Diese ist neben Englisch Nauruisch. Und verschiedene Dialekte gab es mal. Heutzutage gibt es jedoch nur noch einen nauruischen Dialekt. Dieser wird im nauruischen Distrikt Yaren und dessen Umgebung gesprochen. Die Sprache hat übrigens nicht so viele Buchstaben wie wir. So gibt es im nauruischen kein C, F, H, L, S, V, X, Y und Z. Diese Buchstaben sind aber mittlerweile inoffiziell in die Sprache mit eingebürgert. Aber nun genug von der Sprache und zurück zum Land. Nauru hat offiziell keine Hauptstadt mehr, aber inoffiziell übernimmt der Distrikt Yaren, welcher die ehemalige Hauptstadt ist, alle wichtigen Aufgaben des Landes. Nauru ist offiziell eine Republik und wird von einem Präsidenten regiert. Das Land ist 21,10 Quadratkilometer groß und hat 11.550 Einwohner. Eine ganze Menge für so ein kleines Land. Nauru ist zwar seit dem 31. Januar 1968 von Australien unabhängig und besitzt auch eine eigene Nationalhymne, hat aber immer noch den australischen Dollar als Währung. Nauru besteht aus nur einer einzigen Insel, welche auch gleichzeitig eine Koralleninsel ist. Um das Land herum ist logischerweise nur Wasser und Nauru grenzt lediglich mit seinem Hoheitsgewässer an die Länder Mikronesien, den Marshallinseln, Kiribati und den Salomoninseln. Nauru ist nach seiner Fläche und Einwohnerzahl der drittkleinste anerkannte Staat sowie die kleinste Republik der Welt. Zu Anfang lebten hier 12 Stämme auf der Insel, bis das Deutsche Reich 1888 die Herrschaft übernahm. Deswegen wird auch hin und wieder so ein ganz klein bisschen Deutsch hier auf Nauru geredet. Ab dem Ersten Weltkrieg übernahmen Australien und für 3 Jahre zwischenzeitlich auch Japan die Herrschaft über das Land. Aber auch Neuseeland und Großbritannien übernahmen viele Aufgaben. Nauru blieb lange Zeit reich und wohlhabend wegen seinen Phosphatbeständen und erlebte erst seinen wirtschaftlichen Fall, nachdem kaum noch Phosphat auf der Insel zu bekommen war. Bis dahin verfügte das Land über das höchste Pro-Kopf-Einkommen weltweit und der größte Phosphatabbau weltweit war hier auch. Für die, die nicht genau wissen, was Phosphat ist, das sind hauptsächlich chemische Salze, mit denen man unter anderem Dünger, Waschmittelzusatz, Lebensmittelzusatz, Tierfutter und Flammschutzmittel herstellen kann. Es war die einzige natürliche Ressource des Landes. Nauru verarmte zunehmend und erlangte dadurch traurige Berühmtheit.
Nun steht das Land, bedingt dadurch, sehr oft kurz vor dem Bankrott. Die Bedeutung des Landesnamens lautet übrigens an den Strand gehen. Die Engländer nannten das Land zeitweise aber auch mal Pleasant Island oder Shank Island. Unterhalb der Wasseroberfläche ist Nauru übrigens ein erloschener Unterwasservulkan. Etwa 2 Quadratkilometer der Insel sind bewaldet, der Rest wird von der Bevölkerung genutzt. Dadurch, dass der Äquator recht nah an Nauru ist, sind täglich etwa 27,5 Grad Celsius die durchschnittliche Außentemperatur. An Tieren trifft man hier auf Vögel, Insekten, Schweine, Hunde und Katzen. Andere Tiere sind hier nicht beheimatet. Im begehbaren Wasserbereich trifft man aber auch natürlich auf kleine Fische, Krabben und Seeigel. Die meisten Häuser des Landes sind an der Küste anzutreffen, direkt an der Hauptverkehrsstraße. Es gibt zwar auch viele Bäume hier, doch es gab schon mal mehr. Diese sind der Abholzung zum Opfer gefallen. Die Korallen, welche hier wachsen und leben, sind blaue Korallen und äußerst selten. Sie kommen lediglich in der Nähe des Äquators vor, also halt auch hier, ne? Aber sonst kann man die suchen, wie man will, findet man nicht. Auch beeindruckende Kalksteingebilde sind hier zu bewundern. Leider können hier auch mal Taifune vorkommen. Nauru ist insgesamt auf 14 Distrikte aufgeteilt. Bis 1968 redete man hier noch von mehreren Dörfern. 93,6% der Einwohner sind noch Ureinwohner oder Nachkommen der Ureinwohner. Echt klasse, denn sowas hat man selten. 99% der Bevölkerung können lesen und schreiben. Dies ist die höchste Quote im ganzen Kontinent Ozeanien. Selbst Neuseeland hat weniger. Jedoch gibt es leider nicht so viele Ärzte. Auf einen Arzt kommen etwa 700 Einwohner. Die meisten Einwohner sind Christen. 60% davon sind evangelisch. Nur ein ganz kleiner Anteil der Bevölkerung glaubt noch an die ursprüngliche Eingeborenenreligion, welche sehr monotheistisch angelegt ist. Die Schulen, die hier sind, sind hauptsächlich christlich und nicht neutral geprägt. Ein trauriger Rekord geht auf die vielen Einwohner mit der Diabeteskrankheit zurück. 2016 lockerte Nauru sehr viele Gesetze und schaffte unter anderem die Todesstrafe, die Zwangsarbeit, die Verfolgung Homosexueller und die straffreie Vergewaltigung in der Ehe ab. Genau betrachtet ist Nauru eine parlamentarisch-demokratische Republik, für die, die es genau wissen wollen, ne, so am Rande. Bei Wahlen herrschte Wahlpflicht. Das heißt, jeder wahlberechtigte nauruische Staatsbürger ist verpflichtet, zur Wahl zu gehen. Wen man wählt, darf man aber hier selbst entscheiden. Militär gibt es hier nicht, da im Ernstfall Australien Nauru beschützen muss. Jedoch gibt es ein paar wenige Nauruer, die im Polizeidienst sind. Bis 2016 wurden hier auch Flüchtlinge in Lagern untergebracht, bis zu 1200 Menschen etwa. Nach zu vielen Missbrauchsfällen wurden viele der Flüchtlinge nach Australien rübergebracht. Leider ist Nauru auch mittlerweile eines der stärksten Länder beim Thema Geldwäsche. Seit nicht mehr so viel Phosphat existiert, gibt es Steuern und Kosten für Medikamente, welche es vorher nicht gab. Das Straßennetz umfasst 41 Kilometer und natürlich herrscht hier Linksverkehr. Außer Autos gibt es hier natürlich Fahrräder, Schiffe, Flugzeuge wie auch Bahnen und Busse. Sitten, Gebräuche, Kunst und Musik sind hier stark in der heutigen Kultur verankert. Nauru besitzt sogar ein Kino im Bezirk Aiwo, das einzige Kino im Land übrigens. Es gibt eine Monatszeitung, Fernsehen, Mobilfunk und Internet. Jedoch keine absolute Medien- und Pressefreiheit.
Etwa 6% der Bevölkerung haben Zugriff auf den mobiltechnischen Luxus, also Internet, Handy und Co. Am liebsten spielt man hier Fußball, aber nicht ausschließlich. Es werden hier viele Ballspiele betrieben. Gegen andere Länder hat Nauru jedoch die meisten Erfolgschancen im Gewichtheben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einmal hier Urlaub machen zu können, nutzt sie. Nauru ist ein kleines, aber einzigartiges Land mit sehr, sehr viel Geschichte. Das war's für heute wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns morgen früh wiedersehen, denn ich fliege gleich mit meinem kleinen gelben Flugzeug weiter und werde im Laufe des Tages noch in Nepal landen. So ist zumindest mein Plan. Morgen werde ich euch dann ganz viel Neues und Einzigartiges erzählen und berichten. Also dann, bis morgen. Ja, was für ein vielfältiges Land das kleine Nauru doch ist. Sagenhaft! Es hat mal wieder viel Spaß gemacht, mit euch zusammen dieses Land kennenzulernen durch Luzi. Und dann hoffentlich bis morgen, wenn ihr mögt. Und ja, dann schalten wir, wie gesagt, live nach Nepal zu Luzi. Habt einen schönen Tag und ciao, ciao!